Ich bin froh, dass es heute diese Veranstaltung hier gibt, weil wir tatsächlich in den letzten Monaten, wenn nicht sogar im letzten Jahr, merken, dass es eine große Verunsicherung sowohl von Pädagoginnen und Pädagogen in der Schule als auch im Bereich außerschulischer, politischer Jugend- und Erwachsenenbildung gibt, wie sie sich verhalten sollen zu aktuellen Herausforderungen. Und das Wort Neutralität da immer im Raum steht. Ich kann das Wort schon nicht mehr hören, weil politische Bildung ist tatsächlich nicht zu Neutralität verpflichtet. Wir sind verpflichtet dazu, überparteilich und kontrovers Dinge zu diskutieren und Menschen an einer selbstbestimmten Urteilsbildung zu unterstützen. Aber Neutralität ist gar kein Begriff für politische Bildung. Politische Bildung oder schulische Bildung im Allgemeinen ist auf keinen Fall neutral und darf auch nicht neutral sein. Und ich würde auch versuchen, den Begriff neutral hier nicht so oft zu verwenden, sondern aus der Diskussion zu streichen. Politische Bildung ist den Werten der Demokratie verpflichtet. Das bedeutet, dass die Schulgesetze der einzelnen Länder beispielsweise sehr klar vorgeben, welche Werte in der Schule vermittelt werden sollen. Das sind Werte wie Frieden, Völkerverständigung, Toleranz gegenüber verschiedenen Religionen, Lebensweisen, Einstellungen, aber auch sehr explizit beispielsweise die Formulierung, dass man der Ideologie des Nationalsozialismus in der Lage sein soll, entgegenzutreten. Und all diese Werte haben Lehrkräfte zu vermitteln und all diese Werte müssen Ziel und müssen im Hintergrund immer des Unterrichts, der Schule, des Gesamten, also nicht nur des Politikunterrichts, sondern aller Unterrichtsfächer und auch des Schulalltags stehen. Und wenn Lehrkräfte sagen, ich verhalte mich irgendwie indifferent, ich vermittle das nicht, dann verfehlen sie ihr Ziel und dann haben sie sozusagen ihre Aufgabe völlig missverstanden. Schule ist den Werten der Demokratie verpflichtet. Wir dürfen uns nicht mehr zurückziehen auf die Vermittlung von Wissen, sondern wir müssen auch den Schülern beibringen, wie sie die Welt interpretieren können. Was nicht heißt, dass wir den Schülern sagen, wie sie die Welt zu sehen haben, wie die Welt ist, wie die Welt nach Sicht mancher sein sollte, sondern es gilt wie überall, auch in diesem Kontext der Beutelsbacher Konsens, wo wir sagen, wir müssen den Schülern jetzt mal kurz gefasst die Breite der Debatte beibringen. Wir müssen den Schülern die eigene Meinungsbildung ermöglichen und wir müssen die Punkte, die in der Wissenschaft kontrovers sind, auch den Schülern entsprechend so rüberbringen, dass der Schüler letztendlich, jetzt bin ich wieder am Anfang, bei den vermittelten Werkzeugen oder bei dem Instrumentarium, dass der Schüler oder die Schüler in die Lage versetzt werden, sich entsprechend zu orientieren. Und das ist mehr als notwendig. Und damit kann Schule, um das abzuschließen, auch nicht neutral sein im Sinne von klinisch steril sich zurückziehen auf die reine Wissensvermittlung. Ich glaube, es ist in der Tagung noch mal klar geworden, wo die Pferdefüße dieses Neutralitätsbegriffs liegen bzw. stehen und dass es so ein Spannungsverhältnis gibt zwischen der proklamierten Neutralität und der Frage der Wertebindung von Bildung und Erziehung. Oder um es konkreter zu sagen, Menschenrechte sind eben parteilich und sind nicht neutral. Und dann habe ich auch mitgenommen nochmal die Frage, dass es eine ganz konkrete Situation gibt, in der Lehrerinnen und Lehrer, Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter auch gefordert sind, mit ihrer Person einzustehen. Also in einer Situation im Klassenverband, aber auch so in Einzelgesprächen mit Schülern, mit der Authentizität ihrer Person einzustehen für eine bestimmte Wertehaltung. Und ich glaube, das kostet Mut, das kostet vielleicht auch mehr Mut als noch vor so ein paar Jahren. Und gleichzeitig kostet es auch oder braucht es Umsicht und Gelassenheit, sich auf die jeweilige Situation, auf das Gegenüber der Schülerinnen und Schüler einzulassen. Das sogenannte Neutralitätsgebot, das gibt es nicht. Das heißt, wenn ich da angeprangert werde, in Anführungszeichen, dann ist das genau das, wofür ich eigentlich stehe und was mein Auftrag als Lehrkraft ist, nämlich Demokratie und Werte der Demokratie zu vermitteln. Und das heißt, auf einer individuellen Ebene, glaube ich, sollten wir uns davon eigentlich nicht verunsichern lassen. Und damit das nicht passiert, ist es sehr wichtig, sich als Schulgemeinschaft darüber bewusst zu werden, wofür ich eigentlich stehe als Schule. Der Staat muss als erstes über seine Institutionen und da insbesondere das Kultusministerium und die Verwaltung, muss der Staat klarstellen, dass Schule kein neutraler Ort ist, dass Schule Werte zu vermitteln hat, dass sich Aufgaben aus der Verfassung, aus dem Schulgesetz ergeben. Und damit wäre vielen Lehrerinnen und Lehrern sehr geholfen, die sich jetzt in einer Drucksituation befinden. Ich glaube, dass wir eine Diskussion darüber führen müssen, wie sich die Schulen gerade in der politischen Diskussion öffnen müssen.